aus dem Wasserturm in Hoppenheim. Alles, alles Liebe für alle Mütter zum Muttertag. Ich hoffe, ihr werdet schön verwöhnt von euren Liebsten mit Blumen und Frühstück vielleicht im Bett. Wir bringen den Soundtrack, eine Art Sonntagsmatinee, ganz spontan. Hier natürlich unter Abstandsregeln, ja, ihr seht es. In diesem Sinne wünschen wir euch ganz viel Spaß und einen wunderschönen Tag. Sunny morning rain keeps falling. Still some car shared some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. We twist it for the moment. Schönen guten Morgen an unserem Muttertag, Sonntag. Ja, es ist für uns das erste Mal Livestream und Live-Chat aus dem Wasserturm mit dem Hockenheimer Marketingverein und natürlich mit Me in the Heat, die ihr jetzt gerade gehört habt.
Ja, wie schon gesagt, das erste Mal für uns. Ziemlich spannend, ob alles klappt. Aber ihr habt natürlich heute eine wunderbare Gelegenheit, vor allem für alle jugendlichen Kinder, eure Mütter auch mal hier zu grüßen über den Live-Chat. Den könnt ihr sehen über YouTube auf unserem direkten, ja, unserer Homepage hockenheimer-marketing-verein.de, aber auch über Facebook auf unserer Hockenheimer Seite. Also auf alle Fälle draufgehen, schreibt mir. Ich werde alle Fragen von euch sammeln und ich werde die Band fragen und ihr dürft alles fragen heute. Also ganz ohne, ja, Kommentar meinerseits gebe ich das weiter. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Sonntagvormittag. Genießt euren Brunch, wenn ihr uns dann hier dabei, ja, zuschaut. Und ich freue mich auf das nächste Lied. Call Me Mike. Nee, wie war das? Elvira. Also viel Spaß. Schreibt uns alles und könnt gerne Grüße auch noch senden. Tschüss. Call you daddy, baby, when you call me, you can call me.
vorhin habe ich noch ganz vergessen zu sagen, wir haben natürlich für dieses super Event auch ein paar Sponsoren. Einen herzlichen Dank jetzt erstmal an die Stadtwerke, dass wir überhaupt in diesen wunderschönen Wasserturm reingehen können und hier dieses super Konzert machen. Aber wir haben auch zwei, drei, ja, passend natürlich zum Muttertag, unseren Blumenkorb mit den Blumen, den Hosenshop, damit auch die Mutter von heute die das perfekte Outfit hat, und zwei Bodenbelege, also unsere drei Sponsoren für heute. Ja, ich habe auch schon die ersten Fragen, Mike, oder an euch alle. Wie kommt ihr auf den Namen von Philipp, ist das, aus dem Namen von Sunday School? Sunday School ist eine ganz spannende Geschichte. Ich war sehr oft in der Karibik und habe irgendwann, ich glaube, das zweite Mal in der Karibik hieß es, was machen wir sonntags? Da haben die ganzen Jungs gesagt, wir gehen zur Sunday School. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, das kenne ich von daheim. Das ist ja, ach gut, ich kann ja Dialekt reden, wir sind ja ohne uns. Ne? Ja, genau. Absolut. Sunday School, das ist, so geht man hin, das wusste ich noch, da war so Bibelstunde, war das, und dann hast du ein bisschen was gelernt und dann bist du wieder heim. Jetzt in der Karibik ist das anders, da nutzt sie die Sunday School, da geht man, trifft man sich, redet ganz kurz über die Bibel und dann wird getrunken und getanzt. Das ist dann ihren Frühschuppe am Sonntagmorgen. Undercover natürlich, ohne Bibelstunde. Offiziell geht man zur Bibelstunde. Und das ist die Story. Und dann haben wir gedacht, da wir das sonntagsmorgens machen, wo die Stimme sowieso noch nicht so ganz fit sind, haben wir gedacht, okay, das mit dem Trinken fällt aus, aber zumindest Party kann man machen morgens und gute Laune verbreiten logischerweise in diesen seltsamen Zeiten. Das war die Grundidee von dem Ganzen. Aber dass es euch da draußen vielleicht ein bisschen besser, dass euch, vielleicht können wir euch ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Das war ein schöner Satz jetzt. Ja. Ja, das war Sunday School. Das ist die Story dabei. Und man lernt ja auch noch was dabei. Man lernt über die Firma in Hockenheim. Also das wollen wir ja so machen. Wenn wir das weiter so machen, dann wäre die ja weiter eingeladen. Und immer neue Firmen können sich präsentieren im Rahmen. Ja, ich kriege auch noch hier gerade eine Nachricht von Rainer Weiglein. Also auch er versteht dich im Dialekt. Kein Problem, du kannst super weiter so machen. Habe ich gut gemacht, oder? Absolut. So, ja, okay. Wir noch eine Frage oder sollen wir mal spielen? Nö, ihr könnt. Okay. Willst du was sagen dazu? Ich was sagen dazu? Ja, ich will tatsächlich was sagen dazu. Der nächste Song wurde geschrieben 1971 und war ganz groß von einer Frau, wurde aber noch größer, als es ein Mann gesungen hat. Und er war ihr Freund, muss man dazu sagen. Das weiß jetzt Mike, das, weil... Ja, das ist ja meine Zeit. Wollte ich jetzt so nicht sagen, aber... Offiziell hat es erst von ihr geklaut, so war die offizielle Handhabe damals. Ja, aber jetzt haben wir gesagt, ist alles cool. Und das ist tatsächlich ein Wunsch vieler Mütter in diesem Sinne an euch. When you're down and trouble. Right.
An der Trompete. Schön. Dankeschön. Applaus. Ja, das vermissen wir wirklich, der Applaus, aber das geht jedem so. Aber wir freuen uns mit uns und dann ist es auch schon wieder okay. Ja, also ich denke mir, dann kriegt er von mir den Applaus. Danke, danke. Ja, also mit der Technik haben wir auch schon ein bisschen nachgebessert. Also ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen lauter für alle draußen ist. Sonst gerne nochmal schreiben, dann können wir auch gerne nochmal ein bisschen nachbessern. Also ich habe auch schon wieder die nächste Frage. Was treibt ihr eigentlich so in der Zeit, wo eigentlich so nichts los ist, so als Künstler? Sport. was macht ihr? Ich weiß gar nicht, was, also Christine und ich, wir machen, da kommen wir später auch noch mal drauf, was wir auch noch machen, aber außerdem, was wir später noch drauf kommen, was wir machen, haben wir viel Zeit für uns. Was, also das ist ja das, was wahrscheinlich viele, ich rede ja mit vielen Menschen da draußen, also gefühlt ist ja jede Unterhaltung, die du früher geführt hast, die war, hi, wie geht's, ist jetzt eine halbe Stunde lang. Weil jeder das Bedürfnis hat, zu reden. Und über seine Situation, und das, ich habe für jeden anders die Situation. Die einen, die darben, und die andere haben einfach nur frei. Viele Arbeiter, die Handwerker, sind, die haben das ja gar nicht gemerkt, eigentlich so, die schaffe ich ja schon immer. Und wir haben halt mit unserer Tochter, machen wir viel Musik. Und die darf ja auch nicht in die Schule. Ne? Das ist also, die kommt uns ja nicht aus. Das heißt, sie ist, sie hat Spaß mit uns. Also, wir haben selten so viel Zeit füreinander gehabt. Obwohl wir zusammen Musik machen, aber das ist so ein Job. Und da machst du, das ist halt Arbeit. Und das ist auch nicht einfach als Paar, das zu machen. Aber jetzt haben wir echt Zeit. Wir können ja spazieren laufen. Also so wie es alle anderen Leute auch machen. Der Hund will schon gar nicht mehr raus. Der Hund, genau. Der Hund hat keinen Bock mehr. Muss fünfmal am Tag raus, oder wie? Der muss fünfmal raus. Selbst der Staubsaugerroboter hat ihn schon gefragt, ob er mit rausgeht. Also der Hund, das, so merke ich es ganz genau, der muss mit mir, mit ihr, mit der Tochter. Und dann wäre die Kurve wäre immer kürzer. Das heißt, der geht raus, guckt um die Ecke, läuft 3 Meter und dreht schon wieder um. Weil das sagt, das ist Gott. Schon wieder? Aber er hat eine gute Figur gekriegt. Das für die Tiere ist das echt cool. Ja, also, oder was macht ihr so? Hadi, was machst du? Ach, der Garten blüht, das Haus wird immer sauberer, so wie viele auch. Wenn man viel zu Hause ist, sieht man natürlich viele Sachen, die man dann noch erledigen könnte, und das mache ich dann auch. Gut ist, ich rate jedem, auf die Mülldeponie zu gehen im Moment. Das ist der Wahnsinn. Da ist Ausnahmezustand. Die Wieslocher haben sie letzte Woche geschlossen. Weil Überfüllung, da habe ich die Polizei gekommen und hat die Mülldeponie geschlossen. Weil zu viele Menschen, klar, jeder macht es sauber, entrümpelt und will sein Zeugs wegkriegen. Dann haben sie uns nach Sinsheim geschickt. Da war nicht größer, aber da war ein super GAU. Das war schon geil. Aber ich wollte immer nur sagen, so eine Zeit kommt wahrscheinlich nie mehr, die müssen wir nutzen. Es ist alles abstrus, es ist alles anders. Die Autobahnen sind leer, die Windschutzscheiben sind wieder voll von Mücken, was man letztes Jahr überhaupt nicht hatte. Also die, alles erholt sich, ich auch. Ich rede zu viel, gell? Nicht? Okay. Ja, man könnte wieder Musik machen. Ich glaube, wir machen wieder Musik. Das war jetzt ausgiebig erzählt, was wir so tun. Ah ja, jetzt, Christine hat mir heute Morgen gerade gesagt, das,
Es ist ein uraltes Lied aus der Karibik und ich dachte immer... Von 53. Von 53, also noch älter wie ich. Aber das ist gar nicht von Harry Belafonte. Das Lied heißt Angelina, kennt ja jeder. Wegen diesem Lied heißt meine Tochter Saba Angelina. Und ich dachte, es wäre Harry Belafonte, aber nein, wer war es, Christine? Ich hab's vergessen. Wikipedia. Lord Ungari oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall jemand ganz anders. Also wir spielen jetzt ein Lied von jemand ganz anders. Okay? Angelina, Angelina, please bring down your concertina and better welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and better welcome for me, cause I'll be coming home from sea. It's been years since I've been home, there been a many places to roam. I took my liquor by the butt, happy for San Jose down to Coco Bay and I have been to be home. Everybody, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Well, I hear the buddy tunes, I've been in honky-tonk saloons. I took my liquor by the butt, I bid for San Jose down to Coco Ray and I happy to be home. Everybody, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. I've been home, there have been a many places to roam. But I look up by the butt, I bid for San Jose down to Coco Ray and I happy to be home. Everybody, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. A little softer. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. A little softer. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Angelina, Angelina, your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Angelina! Sonntagsmorgens, ganz schön anstrengend. Ja, aber sind total auf Zack hier. Peter Schmidt mit einem schönen Gruß. Danke. Danke. Und er hat gegoogelt, es ist Lord Burgess. Also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, genau, das war es. Das hat Christine auch gesagt. Peter, genau. Danke dir. Das ist und sonst sind wir in der Sunday School. Wir lernen permanent etwas. Ja, und ich kann mal eine kurze Zwischenbilanz geben.
Wir haben knapp 250 Zuschauer. Super. Geil. Geil. Super. Gerne noch weiter teilen und sagen, einschalten. So, jetzt. Unser Freund Hardy spielt nicht nur Trompete, sondern beherrscht auch viele Sprachen und Dialekte. Ja. Unter anderem jetzt folgend Österreichisch. Wie sieht man auf das Lied überhaupt kommen? Es passt ja auch zum Sonntagmorgen, ne? Weil sowas, was in dem Lied passiert, ja, kriegst du ja gesagt, nur sonntagsmorgens. Ne? Genau, es ist eine kleine Warnung vielleicht auch für alle Männer, dass man die Mütter nicht nur am Muttertag heiligen oder heiligen? Heiligen. verwöhnen soll, sondern dass man auch immer an die Konsequenzen denken sollte, was man tut. Das ist wirklich, ja, also ist ein österreichisches Lied, sowas dürfen auch nur Österreicher singen. Ja. Wo der Italiener viel ganz andere Sachen singt, nicht über Mütter oder über Beziehungen. Mama. 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 Corazon oder irgendwas. Und die Österreicher singen sowas. Also. Genau. Letzte Nacht war eine schwere Partie für mich. Dass ich nicht gleich heimkomm, war von Anfang an klar. Letzte Nacht war eine schwere Partie für mich. Komm ich nicht erinnern, was gestern war. Und sie sagt, von Zauber nur so heimkommst, sind wir geschiedene Leid. Und sind wir nun so heimkommst, hast die Scheidung, mein Freund. Letzte Nacht war eine schwere Partie für mich. Alle haben's mir eingelohnt und da sagt man nicht nein. Hab mich gut unterhalten und da geht man nicht heim. Und sie sagt, wenn Sommer nur so heimkommst, sind wir geschiedene Leid. Wenn Sommer nur so heimkommst, hast die Scheidung, mein Freund. Letzte Nacht war keine schwere Partie für mich. Bin im Machte der Hand weh, mit Blumen und Sekt. Letzte Nacht war doch eine schwere Partie für mich. Weil am Tisch ist ein Brief klein und ne Frau, die war weg. Scheidungspapier, Bier, Bier,
zu mir haben kannst, ruf ich die Polizei. Wenn du einmal zu mir haben kannst, dann sperrst du die ein. Und es geht tatütata, tatütata, es geht tatütata, was will der Bücher da? Es geht tatütata, es geht tatütata, es geht tatütata, was will der Bücher da? Es geht tatütata, es geht tatütata, es geht tatütata, was will der Bücher da? Es geht tatütata, es geht tatütata, es geht tatütata, was will der Bücher da? Es geht tatütata, es geht tatütata, es geht tatütata, was will der Bücher da? Es geht tatütata, es geht tatütata, es geht tatütata, was will der Bücher da? Harry Appich! Dankeschön. Ja, ich habe eine Frage von Vera, die fragt, habt ihr auch etwas Brasilianisches im Programm? Vera! Ah, Vera. Ach, Vera, ja, das war klar. ja, hätte... Das ist die Frage. Haben wir was Brasilianisches? Oder Menina? Oder Menina? Spontan? Okay, also Vera, nächstes Mal ist meine Nachbarin. Okay. Nächstes Mal sagst du mir das vorher, wenn ich aus dem Haus gehe. Vorher. Ich rufe dich an und frage dich nach ein. Brasilianische Lieder sind ja alle so einfach. Die sind ja ganz einfach zu spielen. Genau. Wer tanzt? Vera, Vera tanzt. Vera schaltet sich jetzt live dazu. Okay. Estos está.
danke, Vera. Puh. So, jetzt, ja, jetzt noch einmal zu der Frage von der Birgit. Was machen Musiker, wenn sie Zeit haben? Und dann haben wir uns rückbesonnen wieder in ältere Zeiten, wo wir furchtbar viele Songs geschrieben haben. Und da hast du auf einmal auch die Muse dafür. Und die, ja, du brauchst zum Songschreiben Muse. Und ich habe ein wunderschönes, also für mich ein wunderschönes Lied aus dem Herzen rausgeschrieben. Es hat irgendwie auch mit ihrer Zeit zu tun gerade. Und wir waren ein Video machen, jetzt gerade vor 3 Tagen. Und habe jetzt so ein ganz kleines Schnipsel von diesem Video und spielen es dann hinterher auch. Also jetzt erstmal der kleine Schnipsel gucken. Und ihr könnt mal überlegen, wo das ist. Vielleicht kann jemand uns schreiben, wo könnte das gedreht worden sein? Ich bin unterwegs nach Süden und will weiter bis ans Meer. Ich bin müde, will nur schlafen, brauche warmen Sand und deine Hand. Wenn jemand fragt, wie ich heiß, wer ich mal war, weiß es schon lange nicht mehr. Denn da vorne ist es warm und weich und hinter mir nur öde und leer. Alles, was da war, ist Langeweile. Und alles, was noch kommt, hat keine Eile. Und ich
Martin Pohl am Keyboard. Ja. Ja, nochmal von Vera ein Muito Obrigada. Also ein herzliches Dankeschön für dieses brasilianische Lied. Ja, also über YouTube und über Facebook, ich glaube, Sie haben es doch irgendwie erkannt, wo du warst. Blausee? Ja. Waren super. Ja, was haben wir noch? Es kommt immer mal wieder hier die Idee, man könnte es das nächste Mal draußen auf der Terrasse machen. Vom Wasserturm wäre natürlich eine mega tolle Idee, ja. Aber dann haben wir auch wieder ganz, ganz viele Leute, die dabei sind. Ja. Aber also man könnte sich überlegen, wenn das Ganze rum ist, also dieses Spezialzeit, dann könnte man sich überlegen. Man weiß halt nicht, wie die Nachbarn darauf reagieren. Es kam von den Nachbarn. Ah, es kam von den Nachbarn. Oh, die wollen auf dem Balkon sitzen. Ah, okay. Ja, das wäre natürlich klar, logisch. Also wenn das, wenn man das macht, ich würde es liebend gern machen, weil das da draußen ist ja die schönste Freifläche. Also außer jetzt die neue Freifläche, die wir haben am Bach vorne. Das hier, muss ich einmal sagen, das ist ja mega. Da denkst du wirklich, du wärst in der Toskana. Also was ich da gebaut habe, ist der Hammer. Also danke noch einmal, das ist eine Idee, das war. Ich bin noch nie so oft da hingelaufen. Früher war das so Schrebergärte, so komisch. Nichts gegen Schrebergärte, die haben ja auch Berechtigung. Muss ich immer aufpassen. Gibt schon Muttertagsgrüße eigentlich? Ja, absolut. Also so von einigen. Und auch an euch und auch ganz speziell an dich, oh, als Mama. Dankeschön. Ja, und ich hätte jetzt noch ein Wunschlied von der Angie. Freiheit. Also ich weiß zwar jetzt nicht irgendwie, welches Freiheit, ihr wisst, was ihr meint. Freiheit. Freiheit. Von wem? Von Marius oder was? Wahrscheinlich, Freiheit. Oder? Sonst Angie, schreib uns bitte nochmal, welche Freiheit soll du schreiben, was meinst. Für Freiheit sie meint. Es gibt ja und viele Marius Freiheiten. Müller Westernhagen irgendwie, das kenne ich jetzt weiß aber. Ich, kenne nur das, ja, aber schon. Die Corona-Freiheit. Ja. So lange machen wir jetzt. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir, jetzt war mal in Österreich für die, also das war auch ein Lied von Mamas für Männer. und jetzt haben wir die italienischen Mamas, das sind ja eh, also da ist ja eh Pole Ofer heute wahrscheinlich, ne? Oder? Was ist denn eigentlich in Italien? Heute ist doch schon Muttertag. Dort ist jeden Tag Muttertag. Ne? Oh, nee. Achso, ja, kannst du ja Mama grüßen. Hallo Mama und Frau und Schwiegermama. In Italien ist jeden Tag Muttertag. Geil. Schön. So muss das sein. Okay, soll ich auffangen? Gerne. Ja, will noch jemand irgendwas sagen oder wir machen Musik weiter? Hallo Mama! Ja, Martin! Martin! Bestimmt schläfst du noch, aber. Oh, süß. Ah, Martin, normalerweise schläfst du noch und sie ist was. Also für uns ist es auch wunderschön, endlich mal wieder Musik machen zu dürfen, zusammen. Wir haben furchtbar viel Spaß, endlich mal wieder. Auch Kabel wieder zu sehen, mal nach 2 Monaten. Ein Kabel, also ihr, leider seht ihr nicht diese italienischen Momente. Dieses Kabelgewirr, was ich unfassbar, ist wunderschön für die Augen, das brauchst du wirklich ab und zu. Ist alles zu gerad und aufgeräumt, die Autos, die Straße leer, Autos sauber, weil jeder in der Wischanlage guckt und mit Q-Tip die Schraube, Ines, die Imbusschraube sauber macht. Okay. Kam gerade irgendwas rein von der Carla. Ihre Mutter ist Hockenheimerin, grüßt ihre Mutter und die hat halt auch noch Geburtstag. Vielleicht, sie würde sich ganz kurz wenigstens und mal anspielen. Ja. I am what I am. I am what I am. Wow. Oder? I am what I am. Das übersteigt unsere menschlichen Mittel, die man hier habe. Du brauchst für so eine Symphonie. Aber wir können Happy Birthday Happy Birthday spielen. Können wir hier spielen. Ja, für alle Mütter, die heute Geburtstag haben. Und für auch und alle die sonst anderen, haben. Die sonst auch haben. Wir sind natürlich alle mit zu Hause. Alles klar.
Kommt vorbei. Kommt vorbei. Ja, bringt Kuchen mit. Ja. Es haben uns auch ein paar Leute gefragt, ob man, wenn man draußen sitzt, ob man es hört. Leider nicht. Also es wäre schön gewesen, wenn man draußen um das Ding rum sitzen gekonnt hätte und hätte es dann auf dem Handy vielleicht. Wäre ja gegangen. Ne? Das Wetter ist ja gut, ich habe ja Monsunregen vorausgesagt, aber es ist wie immer. Okay, ein Lied. I'm with my baby.
don't care. I don't care at all. Ja, super. Ich habe auch noch, also es sind eigentlich nur super Kommentare, nur Daumen hoch und die Herzchen fliegen wahrscheinlich alle zu dir, Christine. Alle für die Christine. Ja, alle. Ja, nur zum Muttertag, klar. Zum Muttertag. Auch von Jörg Söhner, mega geile Idee. Ganz, ganz liebe Grüße an die Band. Und er wünscht sich noch irgendwas mit Reggae, wenn da noch was Kurzes drin wäre. Ah, das war jo Ewe. Also das ja, war ja eigentlich... Eigentlich haben wir ja sehr viel Reggae. Ja, das ist, wenn wir jetzt zu Reggae lassen, ja, ich wieder, ja. Dann sage die andere wieder, ja, was ist denn das? Wo sind wir dann? Der Sunday School. Aber noch ganz liebe Grüße von der Fee, von der... Daisy, von der Christina und Co. an ihre Mütter. Also heute Muttertag nicht vergessen. Ne? So, und jetzt machen wir. Was machen wir? Ach so, ja. Ja. Ihr kennt den Song? Ha, ich weiß. Ja, die ersten singen schon mit. Genau. Sehr gut. Na, na. Ihr singt. We gonna get a party.
also mittlerweile hat sich's, glaube ich, rumgesprochen. Es sind schon über 270, die hier dabei sind. Also super. Also ihr dürft gerne immer alle noch schreiben und fragen, fragen, fragen. Kommen viel zu wenig Fragen an die Band. Habt ihr denn gar keine? Genau, letzte Chance. Wie wäscht man solche Haare? Und ihr habt die einmalige Chance, alles. Da traut sich aber keiner zu froren, dass sich keiner traut zu froren. Sag mal, stinke die nicht? Das ist ja immer so der Satz. In Vietnam war es so toll, wo wir in Vietnam waren. Die Asiaten haben ja also keine Distanzängste. Das heißt, du stehst an der Bushaltestelle mit der Frisur und es ist eine Traube von 100 Menschen um dich rum und jeder fasst dich an und langt an die Haare, weil sie denken, die wachsen so raus. Also als Büschel. Jetzt nimm doch nicht die Illusion. Die wachsen natürlich so raus. Oh, scheiße, habe ich jetzt was. Ich bin doch in Hocken. Ja, da gibt es ja. Ja, stimmt, ich wollte nur die Illusion. Auf jeden Fall wäscht man die ganz normal, wie jeder normale Mensch auch. Du musst sie nicht so oft. Ja, Sunday School, ich will dir was beibringen, du Leute. Du wäschst sie ganz normal. Das dauert nur, also es gibt ein wunderschönes Bild, das auch nur Christine sehen darf, weil ich muss die ja trocknen. Und trocknen bedeutet bei so Büscheln, also wenn sie Luft trocknen lassen, dann 8 Stunden, aber ich muss ja auch noch was anderes machen, dann gibt es eine Trockenhaube. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie ich aussehe mit einer Trockenhaube. Nee, lieber nicht. Das darf auch nur Christine sehen. Und jeder, wenn dann zufällig Passanten ins Haus kommen und ich sitze dann so da im Wohnzimmer, die sind alle der Ohnmacht nahe, wenn sie mich sehen. Also das jetzt zur Frage, zur imaginären Frage, wie wäscht man sowas? Also ganz normal mit Seife und aber nicht so oft, du brauchst sie nicht so oft zu wäschen, weil sie nicht fetten. Das heißt, die Fettdrüsen, sind das cool wieder, ne? Die Fettdrüsen, die jeder Mensch hat beim Kämmen, die sind verödet bei mir. Also das ist hoffentlich das Einzige, was bei mir verödet ist. Es sind aber zumindest die Fettdrüse am Kopf sind verödet. Bei Christine auch. Bullshit. So, jetzt kommen wir mal eigentlich zum letzten Lied. Nummer. Ja. Tada. Weil es fängt ja auch gleich der Fernsehgarten an. Der erste Fernsehgarten, der Geisterfernsehgarten ist heute. Ohne Zuschauer. Gell? Oder? Yes, oder? Ich weiß es nicht genau, aber ich denke schon. Es wird gemunkelt, ja. Es wird gemunkelt, okay. Ja, und jetzt sag du, Hadi, jetzt kommst du. Ja, genau. Jetzt machen wir was Französisches. Und wenn ihr könnt zu Hause, dann steht auf und tanzt. Weil das heißt, à la madanse, à la rondance. À la madanse. À la madanse. Ja, geil. Sitztanz ist natürlich auch erlaubt, so wie wir. Travail, qui dit taf, te dit l'étude, qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, qui dit assise, dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, dit famine et dit tiers-monde, qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille, alors on s'en fout, oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse,
a dû dire que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, c'est bien encore. Ecstasy, du problème, les problèmes ou bien la musique, c'est pour les tripes, c'est pour la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est encore, c'est pas le ciel, alors tout bouge plus les oreilles. À la rue crie encore plus fort et ça persiste, alors on chante. La 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 la, on s'en va au la 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 la. La 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 la. Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, on danse, on danse, on danse, on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, on danse, on danse. International, sondern auch internationale Zuschauer und Zuhörer. Also jedenfalls sprechen sie oder schreiben uns auf Englisch, dass es mega ist, super, clap. Also keine Ahnung, wo die herkommen. Aber ich grüße sie alle, wo auch immer ihr seid. Ja, auch, ja. Mit bald hier fast 300 Zuschauern. Super. Also finde ich mega. Aber ich finde, es ist auch noch eine Zugabe wert, oder? Ja. Zugabe, Zugabe. Ah. Oh. Ich habe auch zwei Angebote hier schon. Ihr könnt auf dem Höpp-Gelände spielen, auf der Brücke. Und Herr Weiglein meinte, also das nächste Mal im Rondo. Mit der Megagage. Ja, was soll man jetzt spielen? Ich habe noch zwei Wünsche. Ich weiß nicht, ob die machbar wären. Get Busy von ja, Jean-Paul. Ist das Christa? Das kann eigentlich nur die Christa sein. Christa, die Blume Christa aus Neulesheim. Sagen wir mal, ja, Blumen ja. Sind immer gut am ja. Muttertag. Genau. Sollte man das machen oder was anderes? Ja, mach doch. Ja, okay. Dafür sind wir live. Ich muss sie wieder aus. Jordy and Rebecca. Woman, get busy. Just move your body now. Start till the beat drop. Just keep swinging and get busy. Get drunk, apocalypse. Anything you wanna call it. Hustle like a hip electricity. Wanna see you get a lap from the rhythm at me right. And the livers will provide electricity. And nobody can tell you nothing 'cause you wanna know you.
wild with us. Into the club, they have sex with us. They're not vexed with us, they got vexed with us. I'm an enemy bojack, know my flame. And he sees my name and he hears my fame. It's our group to turn me on till the early morn. Let's get it on, let's get it on till the early morn. It's our group to turn me on. Come on, shake that thing, Miss Annabella, shake that thing. Use Stella, Stella, shake that thing, Miss Stella, Stella, Jordy and Rebecca. Shake that thing, Miss Annabella, shake that thing. Jordy and Rebecca, woman get busy. Just move your body now, start till the beat drop. Just keep swinging and get busy. At Bunker, Pickle, and anything you wanna call it. I still need your hip electricity. Wanna see you get a lap from a rhythm of the ride. And the limits you provide electricity. Well, nobody can get you nothing, cause you wanna know your destiny. Sexy ladies go by with us. And in the car with us, they're not wild with us. In the club, they have sex with us. They're not sex with us, they got sex with us. On an enemy bojack, no my flame. And he sees my name and he hears my fame. It's a group to turn me on till the early morn. Let's get it on, let's get it on till the early morn. It's a group to turn me on. Come on, shake that thing, Miss Annabella, shake that thing. Use Dana Dana, shake that thing, Miss Dana Dana, Jordy and Rebecca. Shake that thing, Miss Annabella, shake that thing. Use Dana Dana, shake that thing, Miss Dana Dana, Jordy and Rebecca. Das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Mike Frank, Giovanni Emanuele, Harry Appich, Martin Pohl, Christine Kiu, Tobias Mahofer, Marcel Häuser, Birgit, Hockenheimer Marketingverein. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen, Zuhören und Einklicken.